Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sob am Start für euch mit einer neuen Folge zu Far Cry New Dawn. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Willkommen zurück. Und Moment mal, wir werden jetzt erstmal kurz nebenbei ein Fahrzeug holen. Ich hoffe, wir haben eins auf Lager. Ansonsten, Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder am Start seid. Und ein dickes Dankeschön natürlich an alle aktiven Supporter, die das letzte Video bewertet haben und unterstützt haben. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Den Buggy können wir uns holen? Ja, tatsächlich. Dann spawnen wir mal den blauen Buggy. Nice. Sehr schön. Freunde, und natürlich gerne weiter unterstützen, ja. Bewerten, kommentieren, bewerten. Nicht vergessen, für dieses kleine Projekt hier, wenn ihr Bock habt. Und, ja, ansonsten, was soll ich sagen? Checkt die Videobeschreibung an. Folgt mir gerne auf Instagram, da gibt es immer lustige Bilder. Und, Freunde, wir werden jetzt erstmal nicht sofort zu Joseph gehen, denn ich habe Bock auf einen kleinen vierbeinigen Begleiter. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Da im letzten Teil, in Far Cry 5, schon der Hund der beste Begleiter war mit Cheeseburger, dem Bären. Lass uns erstmal den Hund holen, oder? Wie lange meinst du denn, schaffst du es noch? Denn Mickey und ich, wir werden uns ganz sicher rächen. Okay, ich habe richtig Angst. Ja, dafür wäre ich auf jeden Fall, und bevor wir dort ankommen, werde ich mir nochmal schnell den ein oder anderen Vorteil gönnen. Erstmal Schlösser knacken, das wollte ich mal machen. Und jetzt haben wir noch 5 Stück übrig. Das wäre eigentlich ganz, ja, oder? Wäre es gut? Wäre das gut? Ich weiß nicht. Taktisches Fernblas, ja, wahrscheinlich. Boah, keine Ahnung, Alter, das sind alles so ganz komische Sachen, Alter. Nehmen wir den Kletterhaken, just for fun, und nehmen wir die Munition, just for fun. Das sind irgendwie alles Vorteile, wo ich sage, boah, muss jetzt nicht unbedingt sein. Achso, warte mal, ich kann die ja noch alle verbessern, noch und zusätzlich. Ja, also manche davon. Ich weiß nicht, wie findet ihr die Skills? Freunde, lasst mich gerne mal wissen. Ansonsten, lasse ich jetzt einfach mal das Spiel selbst fahren. Und jetzt können wir mal gucken, wie schnell das Spiel selbst mit dem Auto fährt. Auch nicht besonders schnell, oder? Ich muss ja keinen Knopf drücken, ich muss ja gar nichts mehr machen. Und ich finde die irgendwie sau langsam, die Fahrzeuge, oder? Naja. Egal. Auf zum kleinen Hund. Er braucht unsere Hilfe, Freunde. So, Freunde. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich bin schnell gefahren. Wisst ihr, was ich getan habe? Wisst ihr, was ich jetzt einfach getan habe? Ich habe jetzt einfach den Knopf gewechselt. Ich habe jetzt einmal Beschleunigung auf X gelegt und plötzlich geht es los. Ich verstehe aber nicht, warum ich mit der Schultertaste nicht richtig Gas geben kann. Wahrscheinlich nervt den einen oder anderen das Thema auch schon. Ich finde es auch nervig. Aber ich, keine Ahnung, ich habe einen ganz normalen PS4-Controller. Keinen Scuff oder keinen mit, hier Bumper Stops oder hast du es nicht gesehen? Keine Ahnung, wie das heißt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ganz normalen Controller und irgendwie fährt er nicht auf Schultertaste. Auf jedenfalls bei Far Cry nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist egal. Aber jetzt haben wir das Thema gelöst. Ich hab's gelöst. Einfach Beschleunigung auf X gelegt. Richtig Oldschool-Style. Der Hund, Alter, der tut mir richtig leid, ey. Komm, bevor ich jetzt hier loote, muss ich den Hund erstmal befreien. Was macht ihr, Schweine? Was macht ihr mit dem Hund? Oh mein Gott, ihr seid Level. Okay, der Typ ist Level 3. Macht ja gar keinen Schaden bei dem. Ja, alles klar, mach ich. Ey, wie könnt ihr den kleinen armen Hund das antun? Ihr miesen Rotzplagen, Alter. Kleiner Hund. Achso, ich wollte ja nicht looten. Oh Gott, ich bin so geil. Es tut mir leid. Nicht vergessen, nicht den Retriever essen. Du hast ihm übelst viel Gift gegeben. Was? Wo ist der Schlüssel? Die haben dem Gift gegeben? Das... Ach, ich kann da einfach durch... Alter, wie viele Hunde sind denn hier gefangen? Bist du Timber? They going Timber! Gab's da nicht mal so ein beschissenes Scheißding? Kommt raus, Jungs! Ich hab extra Schlösserknacken gekauft. Alter, zum Glück hab ich Schlösserknacken am Start. Für die kleinen Hundis.
komm, ihr seid frei. Ihr seid frei. Oh, warum hab ich denn jetzt ein rotes Fahnenkreuz? Befreie die Hunde. Die Freunde des Hundes. Oh Gott, wie süß. Ja, ist ja gut. Ich befreie sie doch schon. Guck mal, wie er treu da wartet. Süßer Fratz, du. Okay, wir haben den Hund am Start. Jawohl, Junge. Was ist denn mit dem Hund passiert? Die Highwaymen schuften sich den Arsch ab und die haben sich ein schönes Hundesteak verdient. Ihr seid doch ekelhaft, ey. Hab ich den denn direkt jetzt ausgewählt? Geh du bloß weg, Alter. Was kann er denn? Apportiert markierte Gegner, buddelt Herstellungsmaterialien aus und apportiert dir manchmal die Waffe nach einem Angriff. Was brauche ich denn, um die aufzuleveln? Ach, die brauchen Kills! Ja, das liegt ja nicht an mir, Alter. Wie soll ich das denn... Na, das ist natürlich ein bisschen doof, wa? Weil wir haben ja gesehen, was mit der Alten passiert ist. Die hat nicht einen einzigen scheiß Kill gemacht. Timber ist unser Freund. Ich habe einen kleinen Hundi. Er ist so süß und an meiner Seite. Mach ihn platt. Hallo, Hunde, rächt euch doch. Nö. Als wenn ich den Hund zurückhalte. Sehr gut gemacht, Timber. Hä, warum bellst du Timber an? Was ist da los mit dir? Oder hat er Angst? Wir haben wahrscheinlich alle noch Angst. Gut. Freunde, dann würde ich sagen, haben wir jetzt Timber befreit? Kommen da jetzt Gegner raus? Wollt ihr auf die Schnauze? Lasst mich und meinen kleinen Hund in Ruhe. Ja. So, okay, gut. Alles klar. Ich dachte, es würde länger gehen. Aber gut, alles klar. Das Geheimnis von New Eden. Ach du Scheiße. Das ist ganz schön weit weg. Verdammt nochmal. Nana. Alter, Nana, das ist doch ein 90er Jahre Rapper. Was ist denn da los, Alter? Den kennt wahrscheinlich keiner mehr. Alter, das ist übelst weit weg. Was sollen wir denn machen? Sollen wir trotzdem dahin gehen? Komm, wir gehen trotzdem dahin, oder? Ich weiß nicht. Oder retten wir noch jemand anderes? Nana zum Beispiel, die ist in der Nähe. Komm, retten wir die. Let's go, Freunde! Nanas Hochsitz. Hey, was geht? Hier ist doch die Alte. Wenn die rumrennen würden, wäre es wenigstens eine Herausforderung. Okay, warte mal eben kurz. Alter. Auf wen ballert die denn? Wer du schießt auf meinen Hund? So, 3 von 3, perfekt. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nana nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten 3 Käse hoch die Leviten liest. Was bedeutet es eigentlich, Nanas Hochsitz, dieses 3 von 3, wenn man das einsammelt? Kriegt man denn so einen Bonus für die Base, wenn man sie mitnimmt oder was? Bei den Charakteren oder... Was ist das? Was bedeutet das überhaupt? Immer wenn wir an Orte kommen, können wir ja da so, wird ja angezeigt, sammelt so und so viele Sachen ein. Aber was passiert, wenn wir das wirklich einsammeln? Ja, was ist denn los? Hast du was gefunden? Klar. Oh, bist du süß. So, ich muss jetzt arbeiten, okay? Alles klar. Kerzchen, schieß auf meinen Helm und ich stapel
den Countdown. Hallo? Okay, ich wollte gerade sagen. Hoffentlich ist er auch kastriert. Ich sehe die anderen einfach nicht. Ich bin gerade. Ah, da! Da ist noch einer. Ah, wer hätte das gedacht? Das war der Letzte! Das war der Letzte! Alles klar, Hoden. Jetzt wird's schwieriger. Schieß auf einen Helm, um die zweite Runde zu starten. Okay, sind wir wieder an der gleichen Stelle? Wir sind wieder an der gleichen Stelle, wa? Okay. Ja, einer weniger. Hallo. Komm raus da oben. Willst du mich verarschen, Alter? Ich schieß alles daneben. Den einfachsten treffe ich am schlechtesten. Ich glaube, das ist, obwohl. Junge, ey, ohne Witz. Tut mir leid, dass ihr euch das reinziehen müsst, Freunde. Ich entschuldige mich dafür. Oh, hier liegt ja extra ein Sniper dafür. Haben wir es geschafft? Okay. Gut geschossen, Herzchen. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas taugt. Er bindet mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lasse ein paar Ballons als Ziele steigen. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Ich überlege jetzt, die Sniper zu nehmen, aber ich will eigentlich auch nicht meine Pumpe ablegen. Ich hoffe, die wartet hier später noch auf mich. So. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist ja gar nicht die Leiter. Was ist das eigentlich für ein Quatsch, Alter? Komm doch einfach mit oder lass es, ey. Oh Gott, nein, ich will da nicht hingucken, Alter. Boah. Wie findet ihr eigentlich den Humor in dem Spiel? Findet ihr den lustig? Findet ihr den übertrieben? Findet ihr den... Die versuchen zu sehr... Also die versuchen zu sehr lustig zu sein, aber sind's nicht. Die versuchen zu sehr mit solchen Sprüchen, mit den Pflaumensprüchen, zum Beispiel vorhin auf Deadpool. So. Wie findet ihr das, Freunde? Ich finde es ein bisschen. Die versuchen zu sehr sich anzubiedern, ne? Ist es besser mich wirklich mit dem MG, Alter. Flamme rumläuft, gibt schnell mal einen Waldbrand. Wie wär's mal mit was Kniffligerem? Schließlich schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Probier das mal hier. Oh mein Gott. Sniper Killer One! Sniper Killer One! Was? Der ist doch dort gewesen. Alter, die überleben ja. Was überleben die? Wie sieht's mit dem Headshot aus? Ja, oder? Weißt du was? Leck mich am Arsch.
Die ist ja komplett crazy, Alter. Komm, geh drauf, Junge. Geh mal weg, ich hab keine Munition mehr. Ich kann nicht mehr nachladen, so wenig Munition habe ich. Macht 90er ein Headshot oder was? Ist 90 Headshot bei dir? Kann es sein, dass ich eine Stufe 1 Sniper hab? Ja, wahrscheinlich schon, wa? Ja. Ne, macht 400 Schaden, alles klar. Halt mal still. Ach komm, weißt was. Wo ist eigentlich Timber? Ist der da? Der ist down! Ihr Schweine, ich hab das gar nicht gecheckt. Oh, wir haben es geschafft. Sag nicht, ich muss da wieder hoch. Okay, alles klar, ich dachte schon. Echt übel Sonnenschein. Ja, haben wir es jetzt endlich. Ich habe so ein warmes Gefühl von Hoffnung für die Zukunft und all sowas. Ich bewundere Menschen, die in brenzligen Situationen improvisieren können. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Also jetzt bewegliche Ziele. Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Das sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, staubigen Zeiten. Hier draußen braucht man immer jemanden, der auf einen aufpasst. Selbst ich, alle Jubeljahre mal. Sieh mich als Teil deiner Familie an. Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kilt. Ja, man weiß nie, ob ich es ernst meine, hä? Huh? Ja. Komm, du bitte jetzt nicht sofort in mein Team. Nee, bist du ja gar nicht. Krähenfüße, Adleraugen. Alles klar. Sie macht überall Schalldämpfer drauf. Alles klar. Gut, Freunde. Hätten wir das auch erledigt. Ein Glück, aber auch sehr bescheiden. Wir haben rekrutiert, um gegen uns zu arbeiten. Lena ist echt kaltblütig. Hatte gehofft, sie will für uns arbeiten. Scheiße. Wo fährt denn die hin jetzt? Zur Base wahrscheinlich, oder? Gut, ja, sehr mittelmäßige Aufgabe, aber naja, das, leider so. Gut, Freunde, warte mal, wen haben wir denn noch hier? Ach, guck mal hier, Pastor Jerome, Jerome, Junge. Gibt's auch wieder. Vielleicht gehen wir nochmal zu Nick Ray. Das würde mich mal interessieren, was mit dem passiert ist, das können wir auch noch machen. Okay, Freunde. Okay, wir sind jetzt angekommen und ich muss mich mal eben wieder gegen ein paar Highwaymen befreien und wehren. Leider habe ich gar keine Munition mehr, muss die jetzt mit der Schaufel wegprügeln. Alter, was ist denn da los? Was ist das denn hier? Ui, oh oh. Oh oh. Hi! Alter, der ist Level 3 gewesen und ich hab den einfach weggekloppt.
Wo ist eigentlich Timber, Alter? Ich hab Zeit! Das erledige ich! Gib mir Deckung! Gib mir Deckung, Nick! Na, oh, was? Mein Schläger ist kaputt gegangen. Alter, der geht kaputt. Nein, ich will auch nicht die Dreckswaffe. Ich wollte nur... Tatsächlich geht er kaputt, Alter. Oh oh. Hey, sag mal. Das hattest du verdient. Los, go! Kannst du dich auch wehren, Alter? Oder bist du dazu nicht in der Lage? Meine Fresse. Das war unglaublich. Danke. Tausendfachen Dank. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin hier schon seit Monaten gefangen. Die Highwaymen haben mich hierher verschleppt und ließen mich für die Zwillinge schuften. Ich muss zurück nach Hause. Mein Fluchtfahrzeug ist auch schon fertig. Na komm, lass uns abhauen, bevor noch mehr von diesen Wichsern auftauchen. Ich bin übrigens Nick. Schön, dich kennenzulernen. Alles klar, Nick. Warte mal eben, Nick. Komm mit. Ich hab keine Munition, weißt du? Ich brauche Munition, weißt du? Pferd der Öl verschmierten. Aber wahrscheinlich ist es eher einfach nur das Gebiet, wie das heißt, oder? Ja, ich denke, es ist einfach nur das Gebiet, dass in diesem Gebiet drei dieser Schrauben gibt. Die kannst du dann einsammeln oder halt nicht. Aber ich frage mich, ob man vielleicht trotzdem irgendeinen Vorteil daraus ziehen kann, wenn man alles einsammelt. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Ach, da unten. Ich war noch nie ein guter Farmer. Hier macht das aber voll drauf. Gott sei Dank, Brunisil weg, aufgeschmissen. Schön, dass du die Belagerung überlebt hast. Ich habe meinen Flieger in einem Bootsschuppen verrammelt. Hallo, Mister. Am Fuße des Hügels. Wollte gerade eine Testrunde mit dir drehen, als die Arschlöcher mich mit runtergelassener Hose erwischt haben. Also nicht wörtlich, versteht sich. Wir haben uns beide hier rausgeschleppt und ich musste dann weiter an dem Ding arbeiten, um es den Zwillingen zu geben. Nicht nur das, ich musste noch ein zweites bauen, damit beide eins kriegen. Jedenfalls wusste ich, wenn ich es irgendwann schaffen will, hier abzuhauen, ist sie mein Ticket. Deshalb habe ich immer weiter an ihr rumgeschraubt. Sie ist zwar längst nicht fertig, aber sie funktioniert. Wir werden uns mit ihr aus dem Staub machen. Alter! Ey, ernsthaft jetzt? Wo ist fucking nochmal Timber? Jetzt mal ernsthaft. Wo ist der Hund jetzt schon wieder? Wo ist der Hund? Ach so. Ja, ich habe keine Munition mehr. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Genau, einfach die Tiere immer zu den anderen KI-Leuten locken, Alter, damit die mir Unterstützung geben. Ausgewichen! Balu! Wieso entferne ich mich so weit? Willst du mich verarschen, Spiel? Wahrscheinlich entferne ich mich so weit. Hö, der Typ lebt ja wieder. Okay. Nick, du kleiner Faker, Alter. Wie gesagt, sie ist nicht fertig. Oh. Ein Teil mit dem Fliegen. Aber ist sie nicht wunderschön? Los, geh ans Steuer. Ich halte so lange nach Ärger Ausschau. Nice, ein Wasserflugzeug. Lass uns hier verdammt nochmal abhauen! Geradeaus! Yeah, nein, nur ich wollte gar nicht verlassen. Sorry. Alter, der war doch gerade noch drinne, Alter! Junge, der war doch gerade noch drin, oder nicht? Hä? Wieso ist er jetzt down? Oh, Junge.
Ich kotze so ab bei dieser Mission, unfassbar, Mann. Ich brauche Hilfe! Ja, ich merke das schon. What the fuck? Wie bist du jetzt? Ey, diese Warnungsanzeigen. Ich soll ihm helfen, ich soll ins Fahrzeug, ich soll diesmal... Sag mal, seid ihr dumm oder was, Alter? Was ist da los? Ich will doch einfach nur mit ihm hier wegfliegen, Alter. Mehr will ich nicht! Setz du jetzt drin, du Affe! Weg hier, ey! Mann! So, wir haben es, Freunde. Alles cool. Alles cool und gechillt, Bruder. Alles easy going, Bruder. Halt dich davon. Alter. Ey, diese Markierung von mir selbst nervt mich extremst. Deswegen mache ich die ganz kurz weg, Alter. Genau. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Da, okay, alles klar. Lalalalalalala. Oh, das ist doch nicht so eine tolle Idee. Festhalten! Festhalten, Alter! Das war irre! Ist schon irgendwie cool. Wenn man schnell unterwegs ist mit den Fahrzeugen, ist schon irgendwie cool. Ja, da kommen sie, die Schweine. Aua! Nick, du musst sie töten, Nick! Er ist ja richtig gelangweilt, der Nick. Nick, realisierst du eigentlich, dass ich dich gerade zu deiner Frau und deinem Kind bringe, oder was? Oder checkst du es gar nicht? Checkt er wahrscheinlich gar nicht. Der kleine Boy. Nein, 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 bitte nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Wichser bekomme. Glaub mir, ich hab's versucht. Hab mal zwei von denen mit dem Schraubenschlüssel umgehauen. Was waren zu viele? Die meinten, wenn ich das nochmal versuche, bringen sie meine Familie um. Das Gute daran ist, dass ich jetzt weiß, dass sie noch leben. Es ist so lange her, dass ich zu Hause war. Dass wir alle zusammen waren. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Jo, ich bin wieder zurück. Das reicht doch schon. Ich habe euch vermisst, ich liebe euch. Ich hatte Angst. Ich habe einen Visier. Oh Scheiße, pass auf! Was zur Hölle? Warum wartet da eine Kuh? ja, alles klar. Wir haben es geschafft, Freunde. Okay, ziehen wir es durch. Carmina? Weißt du, wo meine Drahtschere ist? Kim. Sie war doch hier irgendwo. Warte. Sie war doch gerade noch hier. Wo hab ich sie denn nur? Hast du etwas verlegt, Liebling? Hey, Baby. Hi. Weißt du, wenn du beschäftigt bist, kann ich ein andermal... Nein. Hey, Kiddo. Hi. Danke.
Ach, schön, Freunde. Das war doch schön, oder? Gut. Achso, das Flugzeug. Flugzeug vor allem. Das Flugzeug! Das Flugzeug zur Flucht. Ah, guck mal, Timber, hast du neue Freunde gefunden? Das ist schön. Gut! Was sagen die? Mein Herrchen ist der Beste, hat er gesagt. Und jetzt geht er beleidigt weg. Was sagst du? Was hat er gesagt? Irgendwas hat er gesagt von... Irgendwas... Ich weiß nicht genau. Irgendwas von bewerten, kommentieren nicht vergessen, hat er gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Sowas hat er, glaube ich, gesagt. Hört auf den Hund, Freunde. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein.